Eigentlich hatten die Fans geglaubt, dass Oliver Pocher und der Wendler inzwischen sowas wie Freunde sind, aber das scheint nicht ganz zu stimmen, denn der Komiker nutzt immer noch jede Gelegenheit aus, um gegen den Wendler zu feuern. Jetzt, wo Laura ja gesagt hat und sich mit dem Schlagersänger verlobt hat, versuchen sie eine Menge Geld damit zu machen. Denn selbst der Ring, den sie bekommen hat, wird als günstigere Version an die Fans verkauft und das sogar mit Erfolg. Die Ringe waren nach wenigen Tagen ausverkauft. Oliver Pocher findet es total daneben und macht sich jetzt lustig über die Verlobung und den Ring. Eine Reaktion von Laura und dem Wendler gab es darauf noch nicht, aber sobald es etwas Neues gibt, erfahrt ihr es hier auf Check the Celeb. Hierzu könnt ihr einfach nur den Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung aufs Handy. Herzlich willkommen zu einem Punkt 12 Spezial. Warum? Einen wunderschönen guten Mittag, meine Lieben. Ich habe eine Katastrophennacht hinter mir. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Eine Katastrophennacht. Ich werde es euch auch gleich erzählen. Also das habe ich ja noch in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal erlebt. Aber es geht nicht um das, was Anne Wünsche gerade passiert ist. Da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil das ist auch an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Es geht um die vielleicht demnächst peinlichste Hochzeit des Jahres. Vorhang auf zu Laura und Wendler. Yippie! Wie sehr kann man sich eigentlich durchinszenieren mit allem drumherum? Wir sind ja schon einiges von euch gewohnt, ne? Ich meine, gestern war es ja endlich soweit, mit einem Kamerateam von RTL begleitet, habt ihr ganz romantisch Yes, she say yes, she say yes. Das habe ich gestern schon gehabt gesagt. Ich zeige es hier nochmal. She say yes, she say yes, she say yes. Ah! Wir haben es gemacht. Wir haben es getan. Sie hat ja gesagt. Oh. Heute habe ich meiner süßen einen Heiratsantrag. Ich möchte gerne vor Freude ins Essen kotzen, aber ihr habt es ja wirklich ganz spontan gemacht, ne? Und das hat ja auch wirklich sogar deine Ex noch Frau, ne? Mit herzlichen Glückwunsch hat er ja schon gratuliert. Das hatten wir gehabt und danach hast du ja ein Foto gepostet, wo selbst der Prince Charming sagen würde, na, das ist mir vielleicht ein bisschen zu schwul, aber so bist du nun mal. Romantisch, verliebt, so ist das mit kurz vor 50, wenn man halt nochmal heiratet. Und dann ging die Reise erst ab. Ich habe gestern Abend so gegen 18 Uhr mein Video gemacht, aber dann war es soweit. Ich habe endlich alles erfahren und ich werde von euch ja wie immer alles erfahren aus eurem Leben. Michi, du weißt, ich mag dich doch eigentlich. Du bist doch auf einem guten Weg gewesen. Du hast doch einen Hit jetzt gehabt mit Egal. Du hättest auch überall auftreten können. Aber ihr müsst jeden Bums vermarkten bis zum Erbrechen. Na, Angst gehabt, dass es vielleicht am Freitag bei Let's Dance zu Ende sein sollte. Schnell nochmal die Hochzeit jetzt reingeschoben oder so. Ich meine, es ist doch wirklich diese Ankündigung, dieses wie ein Kaugummi. Na, ich brauche noch einen Ring, ich brauche noch einen Ring. Es war wirklich teilweise schon sehr, sehr, sehr unangenehm. Aber jetzt kommt wirklich das Highlight. Das habe ich gestern Abend, dann direkt nachdem ich das Video gemacht habe, gesehen. Ich wollte gestern schon fast ein Video machen, aber ich muss es heute machen. Weil wie dieser Verlobungsring von Laura so schön inszeniert wurde, das hat wirklich für mich einen neuen Tiefpunkt gesetzt. Und ich meinte, die Pickup-Übergabe hatte ich ja schon gesehen. Aber hier schauen wir uns einfach erstmal in Gänze an und dann geht's richtig los. Hallo ihr Süßen, endlich ist das Geheimnis um meinen Verlobungsring gelüftet worden. Dieser Ring ist aus Weißgold und hat über 1,5 Karat Diamant. Das ist ja nix. Das ist der schönste Ring, den ich jemals gesehen habe. Michael hat mir den schönsten Ring geschenkt. Diesen Ring, nicht denselben, sondern einen nachgebauten Ring, in einer günstigeren Version aus Silber, gibt es jetzt auf Rauschmeier zu kaufen. Das sieht exakt so aus, aber es ist nicht derselbe. Wir haben eine kostengünstige Version für euch hergestellt. Okay. Ja, wenn euch der gefällt, dann könnt ihr den jetzt nachkaufen. In Silber? Ja. Hallo ihr Süßen, endlich ist es Geheimnis. Genau, du warst so begeistert, da ging die Story direkt nochmal von vorne los bei dir. Hast du dann aber 3 Stunden später auch gemerkt. Und dieser Verlobungsring, wir schauen uns den nochmal an, weil du hast das ja zufälligerweise, glücklicherweise auch nochmal auf deiner Seite mit TikTok gezeigt, weil dafür ist ja TikTok zeigt, das ist ja die große Trauringbörse. Ooh.
Ein Traum wird wahr, einer Schulabbrecherin aus Stendal oder wo immer du herkommst. Wow, vom Schlagergott geehelicht zu werden. Es gibt wirklich nichts Schöneres. Und ich meine, eine günstige Variante, wir wissen doch seit den Harrisons und allen anderen, wer weiß, ob du die günstige oder die Originalvariante überhaupt geschenkt bekommen hast. Aber das ist doch für mich, klingt das so ein bisschen nach Werbung, wenn man das macht. Da muss man doch auch Anzeige reinschreiben in so ein Video, wenn man das so eindeutig bewirbt. Und du bewirbst ja nachweislich alles. Aber ich schaue es mir nochmal ganz genau an. Das muss doch hier irgendwo im Video drinstehen. Hallo, such dir doch auch mal. Endlich ist das Geheimnis um meinen Verlobungsring gelüftet. Ich sehe gar nicht Anzeige. Ach doch. Ach, Mensch du. Da steht es ja groß und deutlich für alle zu lesen. Wie, ihr denkt, ihr verarscht mich? Ihr seht es immer noch nicht? Ihr könnt nicht... Ja, hier steht doch Anzeige. Anzeige. Man muss jetzt sehr groß auf dem großen iPad machen. Anzeige steht doch deutlich drauf, dass es Werbung ist. Habt ihr nicht gemerkt? Na, dann müsst ihr euch erstmal überraschen lassen. Wir können das nächste Suchbild machen. Denn bei Video 3 von den Stories wird es ein bisschen schwieriger. Diesen Ring, nicht denselben, sondern einen nachgebauten Ring. Eine günstige Version für euch hergestellt. Ja? Und, Wo ist es da? Wo ist es da? Da muss man erst einmal draufklicken. Das ist da, wo das Video ist. Hier steht es auch wieder. Ganz groß und deutlich für jeden zu erkennen. Es ist eine Anzeige. Leute, lasst ihr euch so einfach verarschen? Das ist, glaub ich doch gar nicht. So. Und jetzt habe ich mir das natürlich genau mal angeguckt. Dann habt ihr so pseudomäßig ja geschrieben, dass ja der Server ist ja zusammengecrashed, weil alle Assis der Welt wollten ja für 59 Euro euren nachgebauten Kaugummi-Automatenring haben. Das ist ja wirklich, also Wahnsinn. Und da habe ich mich mal direkt auf die Seite von diesen Rauschemeyers oder so begeben oder wie auch immer die heißen, um mal auch zu gucken, was die noch so alles haben. Und die haben Influencer-Marketing verstanden. Der Chef ist 77 geworden und hat da auch so ganz coole Glückwunschvideos schon bekommen. Und dann sehen wir auch noch, wer noch so alles sich für kleines Geld gesponsert so einen Trauring geholt hat. Das ist die Seite. Lieber Rauschi, Ramona und ich, wir nennen dich Rauschi. Ja so, Rauschi. Rauschi, Mensch. Wirklich im Wald. Ja, und es rauscht auch in der Kasse. Hier. Wirklich beachtliche Zahl, obwohl es eine Glückszahl ist. 2 mal die 7, toll. Ich mache ganz so viel Aufwerbung für euch. Bis jetzt, ich bin 74 Jahre und diesen Ring tragen wir und beide. Dann Ramona stimmte nicht mehr Bild und Ton überein. Den hast du designt. Sag mal, gibt's noch mehr coole Promis, die da Glück wünschen? Ah. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Hör mal. 77 Jahre alt. Wow! What? Nicht 777, sondern 77. Ja, cooler Gag. Viel 777, aber 77 ist ein gutes Alter, ein starkes Alter, da geht er noch mehr. Dann hier, das haben wir nur kurz gesehen, das ist Philipp Boy, hat im Turn die Goldmedaille für Deutschland geholt, glaube ich. Okay, du, das ist, läuft unter Sporthilfe, läuft das so durch. Wen gibt's denn noch dann da, der Trauringe bekommen hat? Gibt's bei euch auf der Seite, da, die Promi-Paare. Nein! Ach, bitte nicht! Ach, bitte nicht! Felix Neureuther! Ach, Felix, bitte! Bitte lass sie doch den von Schweini schenken oder von irgendjemandem, bitte! Und nicht für so ein Ringefoto sich da hinstellen. Das muss doch nicht sein. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Kann doch nicht wenigstens noch so eine Instagram-Bimsbirne auch da einen Ring von denen bekommen haben? Ah, mein Wunsch wird erfüllt. Und, unter anderem Rauschmeier und dort gehen wir auch jetzt hin. Ich weiß gar nicht, wer sie ist. Und, Katharina Damm-Schmidt. Ja, mega gespannt. Wow. Den mir Leo geschenkt hat. Oh, Leo. Der ist ja kaum zu erkennen. Cool. Und deswegen bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass sie schöne Ringe hat. Ach, die haben bestimmt schöne Ringe für dich. Ja. Oh, der sieht ja schon gut aus. Was ist das denn für ein Ring? Bei Rauschmeier angekommen. Da sieht es also bei ihm aus. Pass auf. Ja, mach noch mal. Der Lambi? Sprich doch da. Mal. Jetzt haben wir mehr Anne. Stein. Hammer. Ich bleib mal auch links, komm. Herzen. Und dann trägt die wieder links. Leo trägt einen Ring. So schön. Ist so cool. Ich bin links irgendwie angenehmer. Ja, das ist so cool, so romantisch. Ey, genauso macht man das. Ringe austauschen und alles mit dem Handy filmen, weil sonst ist es ja nicht mehr so. Wir sind in der Instagrammer-World. Ey, Mann, ey. Och, wie cool. Wie cool. Und du hast ja schon immer alles vermarktet. Schon immer. Selbst euer Pickup, ja, der ist ja schon, bevor den Laura, die er so peinlich übergeben hat, den hast du ja schon vorher bekommen.
Der ist nämlich schon im Video vorher aufgetaucht, habe ich bisher auch noch nicht gezeigt, mache ich jetzt einfach mal, denn das Video entstand ja schon ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr sogar, bevor du diesen Pickup bekommen hast, da ist der schon im Video aufgetaucht und nicht nur der Text und die Bildtonsprache bei dir stimmt, auch das Marketing. Hier nochmal, was man sieht. Ist das normal, wenn man gar nichts mehr checkt, wenn selbst die Pizza von mir so wie Altpapier schmeckt, wenn man liebt. Also erstmal, warum schmeckt denn die Pizza wie Altpapier? Vielleicht liegt es daran, Michael, du darfst nicht die Pappe, den Karton essen, sondern du musst die Pizza essen. Dann schmeckt die auch wie normale Pizza. Aber was man liebt und was man nicht checkt, naja, egal. Und dann jetzt der coole Griff wieder in die Haare. Wie schon gesagt, ich weise noch mal drauf hin. Prince Charming jeden Montag bei Vox. Wenn man liebt, wenn man und was liebt. Kommt denn da vorgefahren? Nein, der Pickup. Oh. Wie lange hält so was an? Gott, und du warst gerade beim Reifen sortieren. Doch, da muss man mit Arzt zum Krankenschein gehen. Ach Gott, und da sitzt sie. Einer liebt immer mehr. Ich weiß, es gibt bald Geschlechtsverkehr. Ich glaube, so geht der Song weiter. Also es ist wirklich der Wahnsinn, wie ihr das macht. Und wie wird denn eure Hochzeit? Ich meine, du hast mich ja auch freundlicherweise eingeladen. Ich habe aber schon gleich gesagt, nee, das kann nichts werden, weil wir hatten doch schon so viele peinliche Hochzeiten. Sarah Connor mit Mark Terenzi. Boah, dann aber gab es eine neue Stufe der peinlichen Hochzeiten. Gülcan mit Sebastian Kamps, wo Scooter gesungen haben. Das war schon relativ mittelmäßig. Eigentlich ist fast jede Hochzeit, auch Daniela Katzenberger, auch die durch und durch Vermarkterin ihres Lebens, von ehemaligen bei Sport 1 an der Stange tanzen zu jetzt möchte gern Kim Kardashian. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt auch noch ihr. Wie soll denn diese Hochzeit aussehen? Gibt's da, ist das eine Dauerwerbesendung? Muss ja sein. Da kommt sie erstmal rein mit dem Pickup. Dann dieses Auto ist präsentiert von. Dann kommt das Kleid, präsentiert von. Dann gibt es die Hochzeitszeitung vom Playboy, höchstwahrscheinlich. Dann machst du ja erstmal, dann singst du drei deiner eigenen Songs. Dann wird sie singen, dann ist sie komplett gerührt. Und dann geht das immer so weiter. Das Zelt aufgebaut vom Zirkus Roncalli oder wer auch immer gerade noch ein Zelt übrig hat. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und das ist genau diese Art von Vermarktung, die ich nicht mag und auf die ich keinen Bock habe. Hey, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Was ich mich aber auch gewundert habe, wenn man einen Verlobungsring, sie hat doch die ganze Zeit gewartet auf diesen Verlobungsring, macht nicht der Mann den Antrag und gibt einen Ring? Aber warum ist denn dieser Ring schon längst in Produktion und den gibt es schon? Das wird ja für mich heißen, sie wusste das ja schon längst, dass sie dann irgendwann dich heiratet. Und mit dem ist, habt ihr dann eure 35 Fans, die ihr überhaupt noch habt, dann auch dementsprechend verarscht? Das ist ja gar nicht so spontan und mit Liebe, wie ich immer gedacht habe. Das ist ja alles ein abgekatertes Spiel. Naja, egal. Macht das Beste raus, habe ich gerade wirklich egal gesagt. Guck mal, du hattest alle Chancen und jetzt geht es wieder mit der Peinlichkeitsstufe weiter und weiter und weiter und weiter. Ich wünsche euch trotzdem nur das Beste, bis sie dann, keine Ahnung, einen Fußballer kennenlernt. Und dann werden wir ja sehen. Dann steht sie später da und sagt dann am Dschungelfeuer in der zweiten Wache, naja, ich war damals ein bisschen jung, ich bin da auch so ein bisschen reingetrieben worden in so eine Situation, das wollte ich ja damals nicht. Und dann geht das weiter und weiter und weiter. Oder auch das Kind, ihr müsst jetzt ein Kind. Es ist jetzt wirklich jetzt alles nacheinander. Kind, wenn, ich habe das gesehen, also ich kann das, Teenie-Mütter gibt es immer bei RTL 2. Ihr kriegt das hin, da freue ich mich schon drauf. Dann geht das ja weiter und ach, es gibt noch so viele tolle Geschichten zu erzählen. Also, ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Toi, 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 diese wahre, ehrliche Liebe hat auf jeden Fall das ein oder andere Jahr verdient. Und dann geht es ja immer weiter. Es gibt noch so viele Formate. Das war's und ich behalte euch weiter im Auge. Klappe zu, Affe tot und Anne Wünsche. Das Video gibt's dann morgen. Wie findet ihr es, dass die beiden aus der Verlobung so eine Marketingmasche machen? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.